Deswegen fährst du mir hinterher und schikanierst mich. Deswegen. Sie beruhigen sich. Ich bin ruhig. Ich habe Sie jetzt dreimal aufgefordert. Ich bin ruhig. Ich habe Sie jetzt dreimal aufgefordert. Einmal aufgefordert, ihre Dokumente zu geben. Sie weigern sich. Hab ich nicht. Okay. Hab ich nicht. Dann drehen Sie sich jetzt bitte die Hände ans Fahrzeug. Wo befinden Sie? Die Hände ans Fahrzeug. Ich werde Sie jetzt fesseln. Ich werde Sie nach Dokumenten. Ich werde Sie dann nach Dokumenten. Bitte die Hände auf den Rücken. Hände auf den Rücken. Du wirst so Ärger bekommen. Du bist so Ärger, du Fanboy. Du Fanboy. Du fährst mit der, weil du mich erkennst. Du Fanboy, du. Das ist deine Arbeit, Leute schikanieren. Du Fanboy. Ich mach meinen Job. Ja, du machst deinen Job. Hast mich erkannt, weil ich flair bin? Fährst mit der, du Fanboy? Du neidischer Fanboy? Weil ich hab die Vermutung, dass keine Fahrerlaubnis haben. Ja, ich hab keine Fahrerlaubnis. Okay. Schwanz, und dann ist es keine Möglichkeit, sich zu überprüfen. Nein, das ist mein Problem. Mann, hör mal, woher weiß ich, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Woher? Woher ist die Vermutung, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Woher ist die Vermutung? Woher ist die Vermutung, hä? Du Fanboy. Schikanierst die Leute, Alter, aber du neidisch bist. Wärst gern Rapper geworden, ha? Ja. Du neidischer Schwanz. Okay. Du neidischer Schwanz. Ist auch alles auf Ihrem Video mit drauf? Ja, alles drauf, du Schwanz. Komm gleich, Kollegen. Du kannst 100 Kollegen holen, du Schwanz. 100.000 Kollegen. Keine Fahrerlaubnis. Woher denn die Vermutung, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Woher denn die Vermutung, du Stalker, du? Woher die Vermutung, hä? Wie kommst du darauf? Weil mein Auto weiß ist? Nein. Warum denn dann? Nein. Woher, du Stalker? Woher? Du Fanboy. Ich bin Fanboy? Ja, woher fährst du an mir vorbei und vermutest, dass ich keinen Führerschein habe, du Fanboy, hä? Ja, nein, bist du nicht? Ja, ja. Du Lappen, du, Alter. Du Lappen, du. Ist das wieder Atem, du Lappen, du. Und mach doch die Scheiße weg und zeig mir, was für ein taffer Typ du bist. Du Stalker, du. Ja. Du Fanboy, Alter. Du musst gleich sehen, wo mein Führerschein ist. Du musst gleich sehen, was ist denn für ein kleiner Behördenführer. Geh in mein Dings rein. Du musst Ärger bekommen. Geh in mein Auto rein. Guck in die Pottel. Guck in die Pottel. Geh in mein Dings rein. Du musst Ärger bekommen. Geh in mein Auto rein. Guck in die Pottel. Guck in die Pottel. Lass mein Auto besuchen. Guck in die Pottel. Wollen Sie mit dem Unternehmen oder das nicht? Hey, hörst du, ich werde dir so Probleme machen. Ich schwöre bei Gott, dass du, wenn ich mit meiner Frau essen gehen will, mir hinterher fährst und mich schikanierst, ich werde dir so Probleme machen. Bei Gott, du wirst sehen, du bist gar nicht für mich zuständig. Normalerweise kommt das SEK zu mir. Du kleiner Lappen bist überhaupt nicht für mich zuständig. Du wirst noch sehen, was ich mit dir mache. Bei Gott, du wirst Probleme bekommen mit deinem Scheißjob. Deine Schikane, machst dann U-Turn. Bei Gott, du wirst dich wundern. Woher weißt du, dass ich keine Fahrerlaubnis habe, du Schwanz? Du Schwanz! Du Schwanz, woher weißt du, dass ich keine Fahrerlaubnis habe? Wie kommst du darauf? Wie kommst du denn darauf? Sie machen Sie bitte mal das Handy aus. Du lässt, ich schwöre, ich fick dein Leben, wenn du meine Frau einmal. Ich mach dich kaputt, ich schwöre bei Gott. Beruhigen Sie. Bei Gott, ich mach dich kaputt. Geh noch einen Schritt näher, du Scheiße. Sie kommen mir doch hinterher. Bleib da besser stehen, ich schwöre dir, Dicker. Du Schwanz mit deiner Föhnfrisur. Meine Fresse. Kleiner Schwanz, du Alter. Leidischer Schwanz. Gar nichts, Mann. Du hast gar keine Ahnung, Mann. Erstens, guck mal. Erstens. Bleib da besser stehen, ich schwöre dir, Dicker. Du Schwanz mit deiner Föhnfrisur. Meine Fresse. Kleiner Schwanz, du Alter. Leidischer Schwanz.
Anwalt. Er hat so einen Bock mit dem Lappen. Und in Köln kaum durch ist so eine Welle zu machen. Du machst das Strafverbund, du machst gerade Arbeit. Du machst Schwachsinn, machst du gerade. Mann, du kontrollierst gar nichts, Mann. Du hast gar keine Ahnung, Mann. Erstens, guck mal. Erstens, ich sag dir mal eines. Erstens, ich hab einen Überschein, sonst würde ich gar nicht mit dir reden. Du kannst nicht lauter reden als ich. Du bist keine Autorität. Du bist ein Witz. Du bist ein Witz. Bro, Dicker, ich weiß mehr als du über deinen eigenen Job als du. Du bist ein Witz. Ja, du hast dich blamiert gerade. Geh in meine Mittelkonsole, da liegt der Führerschein, du Idiot. Ich muss dir gar nichts geben. Nein, weil du. Nein, musst du gar nicht, weil du Idiot bist mir nicht hinterhergefahren auf Verdacht. Du kennst mich, du machst Schikane. Du hast mich erkannt. Ganz einfach, ich werde dir so Probleme machen. Was für Straßenverkehr? Wer ist gewährt, wie du Straßenverkehr dann nicht verstehst? Wer? Denkst du dir jetzt was aus, ja? Du. Mann, guck mal, jetzt kommen deine Brüder, aber du denkst, Mann, wenn ich gewollt hätte. Den Lappen, Alter. Ich fordere Sie auf, das Handy.